Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Regelmäßiges Einkommen mit Optionen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute live mit dabei sind und Ja, ich natürlich schätze mich. freue ich mich, dass Thorsten dabei ist und er sagt, er hört mich nicht. Bin ich denn weiterhin gut zu hören oder? Jetzt wieder, ja. Okay, ich hoffe nicht, dass ich zwischendurch weg war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, dass ich mich freue, dass du für uns die Zeit gefunden hast, hier ungewohnte Uhrzeit. Normalerweise machen wir das ja 15:30 Uhr und da schauen wir mal, wie entsprechend das angenommen wird. Und ja, mein Name ist Helsing Cardoso Neto. Bevor wir hier eventuell noch weitere technische Herausforderungen haben, schauen wir uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, aber Sie sind ja hier wegen Thorsten, deswegen schalte ich direkt um, wünsche viel Erfolg, viel Spaß und wie immer bin ich im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte. Sehr gut, sehr gut. Ja, ne, manchmal funktioniert es nicht so, wie man es will, aber trotzdem kommen wir zum Ergebnis. Das ist ja die Hauptsache. Ja, vielen Dank für die Teilnahme und auch für die Uhrzeit, zu der wir uns jetzt hier treffen. Bis dato war es ja immer 15:30 Uhr, glaube ich, also zu Börsenbeginn. Jetzt sind wir bei 17:30 Uhr. Das heißt, paar Minütchen ist die Börse schon aktiv und da gucken wir uns auch gleich mal an, was hier so los ist. Wir befinden uns jetzt hier in der TradingView. Das ist ja die Online-Chart-Plattform, die ich primär nutze und für die wir ja auch unsere Indikatoren programmiert haben. Für alle, die mich vielleicht noch nicht kennen, was ich jetzt nicht glaube, aber manchmal verirrt man sich ja doch in ein Webinar und kennt den einen oder anderen nicht. Also ich bin der Kollege hier von Options for Winners. Ich habe hier auch einen YouTube-Kanal. Da kann ich nur darum bitten, mich zu abonnieren bzw. meine Videos anzuschauen. Die bringe ich jeden Sonntag um 19 Uhr raus, sind meistens auch sehr aktuell bzw. sind auch Erklärvideos, wie die ein oder andere Strategie funktioniert. In dem letzten Video habe ich beispielsweise die Zebra-Optionsstrategie erklärt. Da geht es um den Ersatz eines Aktieninvestments. Das heißt, dass man halt genau wie mit Aktien über Optionen dann profitiert. Also das heißt, wir bräuchten keine Aktien, wir bräuchten nur Optionen und der Charme liegt hier klar auf der Hand, dass wir halt eine viel niedrigere Ausgabeseite haben und die niedrigere Ausgabeseite, die hat natürlich dann auch zur Folge, dass der Verlust niedriger ist. Und das ist echt das, worauf ich immer achte. Ich achte nie zuerst auf die Rendite, sondern ich achte immer zuerst auf das, was ich verlieren kann, beziehungsweise was mein Risiko ist, weil ich sage ganz ehrlich, dass es mir schlussendlich lieber ist, dass ich auf gut Deutsch ein paar Dollar, Euros verdiene regelmäßig und dafür auf der anderen Seite so gut wie keinen Drawdown habe. Ja, und das kann man halt häufig sehen von allen, die jetzt beispielsweise unter uns nur Optionen verkaufen. Da sind ja teilweise sehr marginale Prämien mit zu erwirtschaften und auf der anderen Seite sind da ja teilweise so hohe Risiken, dass man schlussendlich am Jahresende es schaffen könnte, mit ein, zwei, drei schlechten Trades sein ganzes Jahr, also die ganzen Monate zuvor, wirklich zunichte zu machen. Und darauf müssen wir natürlich achten, dass sowas nicht passiert, beziehungsweise sowas nicht öfter passiert, weil da sind wir schon beim nächsten Punkt. Wenn sowas öfter passiert, dann scheint irgendwas nicht richtig zu sein. Ja, und dann wird meistens mit der Ausrede argumentiert, der Markt. Aber genau deshalb sind wir ja Optionshändler. Wir müssen uns theoretischerweise nichts, gar nichts vom Markt gefallen lassen. Wir können mit Optionen so agieren, dass wir auch marktneutral sind, losgelöst vom Underlying, losgelöst von den Kursen der Börse etc. pp. Und wenn man mal schaut bei all jenen, die beispielsweise dauerhaft ein erfolgreiches Depot führen mit Optionen, da sieht man zum Teil auch oft, dass dort Werte getradet werden, die jetzt beispielsweise nicht mit dem S&P 500, nicht mit der Börse, mit der Aktienbörse
Börse korrelieren. Das sind beispielsweise auch Rohstoffe. Ja, da war eine Studie, muss ich mal schauen, ob ich die auch irgendwo finde, dann würde ich die natürlich auch zur Verfügung stellen. Die hat dann gezeigt, von 2018 bis Ende 2023 wurden nur Optionen auf Rohstoffe getradet, also auf Rohstoffe wie jetzt Soja, Sojabohnen, Schweine, Gold, Silber, also alles, was sozusagen veroptionierbar ist. Und da hatte man im Schnitt bei einer Auslastung von 60%, also wirklich 60% Margenauslastung, das ist sehr viel, hatte man im Schnitt maximale Drawdowns von 3 bis 5%. Und das ist natürlich im Vergleich zu den Aktienmärkten wirklich toll. Wir wissen ja, beispielsweise der 5. Februar 2018, da ist es ja ordentlich nach unten gecrashed. Wir wissen es von der Corona, im Februar 2020, wie es da gecrashed ist. Und das ist natürlich etwas, was wir halt nicht brauchen. Und deshalb müssen wir uns immer überlegen, was für Strategien wir traden und dass wir uns auch wirklich nicht nur auf eine Strategie fokussieren, sondern auf mehrere, weil wenn wir doch mehrere Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten haben, ist es doch blödsinnig, warum ich dann mit einem Schraubendreher den Nagel in die Wand kloppe, wenn ich beispielsweise einen Hammer habe. Ja, und das kann man natürlich immer weiter ausspinnen und dann schlussendlich durch ein Repertoire an Strategien zurechtlegt, wo man wirklich weiß, wenn die Situation A ist, dann nehme ich Strategie A, wenn die Situation B ist, nehme ich Strategie B. Und das jetzt mal am Beispiel zu nennen, wenn ich eine hohe Vola habe, mache ich eine Hochvola-Strategie. Wenn ich eine niedrige Volatilität habe, dann werde ich beispielsweise vielleicht auch Volatilitäten traden, dass ich dann halt darauf spekuliere, dass die Volatilität wieder hochgeht. Wenn ich mittlere Volatilitäten beispielsweise habe, dann kann ich zum Beispiel auch gerne Credit Spreads traden. Also die Möglichkeiten, die sind auf jeden Fall gegeben und die machen sich wirklich viele nicht zunutze, weil man immer wieder die eierlegende Wollmilchsau sucht, also eine Strategie, die alles abfängt, beziehungsweise eine Strategie tradet, unabhängig davon, wie der Markt ist. Und wenn wir uns das jetzt mal einfach an einem Beispiel hier ausmalen, ich gehe jetzt mal hier auf eine Aktie, also hier ist der Aktienkurs, der rote Strich, da oben ist die verkaufte Call, da unten ist die verkaufte Put-Option. Und diese Kombination dieser zwei verkauften Optionen ist ja der Short Strangle. Und dann hört und liest man Short Strangle, mega profitabel etc. Ja, aber die Frage ist, wann? Ja, die meisten gehen immer nur davon aus, solange der Kurs sich hier zwischen entwickelt, ist alles d'accord. Grundsätzlich richtig, aber wir vergessen eins. Wir haben die Griechen und die Griechen sind nicht nur das Delta, sondern die Griechen sind beispielsweise auch das Vega, also die Volatilität. Und da muss man natürlich auch gucken, wenn wir wirklich die Wahrscheinlichkeiten auf unserer Seite haben wollen. Und das ist ja das, weswegen wir Optionen traden. Das ist ja das, warum wir nachhaltig erfolgreich sein werden, indem wir uns die Umwelt anschauen, die Umwelt, das Umfeld und dann agieren, machen wir es oder machen wir es nicht. Und das ist jetzt beispielsweise logisch, wenn ich nur auf verkaufte Optionen trade, dass ich dann bei einer hohen Vola trade, weil wir ja wissen, die Prämie wird mitunter getrieben durch die Volatilität. Eine hohe Volatilität bedeutet eine höhere Prämie. Und da wir verkaufen, ist es doch logisch, dass wir immer teuer verkaufen wollen. Wir wollen doch immer teuer verkaufen, um schlussendlich günstig zu kaufen. Und das ist halt die Gefahr bei niedrigen Volatilitäten, wenn man dann beispielsweise Short Strangles tradet und die Vola geht dann auf einmal hoch, dann steht man wirklich blöd da. Und das kriege ich ja halt bei uns im Club zuhauf mit. Ja, das werden immer Sachen gemacht, die man gerade liest, das ist ja auch in Ordnung. Aber wie wäre es mal mit nicht nur lesen, sondern verstehen und einfach die Sache in Frage stellen? Ja, und das ist ja ganz einfach, sich mit Optionsmechanismen, mit der Optionsmechanik zu beschäftigen und zu gucken, wie Optionen funktionieren und wie die Optionen auch reagieren. Und viele von uns sind ja in diesem Zero DTI, also in diesem Daytrading mit Optionen,
Ja, das war ja schon fast eine Sucht. Und als die Wohler dann wirklich exorbitant niedrig wurde, dann hat man gemerkt, es wurden immer mehr Verluste, die Leute gehen immer mehr Risiko ein. Aber dann fragt man sich doch, für was? Ich verkaufe doch keine Option für $25 Profit am Tag, wenn ich auf der anderen Seite ein Risiko von 2.500 bis 5.000 Dollar habe. Das geht vielleicht 10, 20 Mal gut, aber wenn das dann einmal nicht richtig gut geht, dann steht man da und die wenigsten unter uns kennen sich richtig gut mit der Trader Workstation aus und sind in der Lage, die dafür erforderlichen Orders reinzubringen. Ja, was nützt es einem, gut in den Markt zu gehen? Ja, der Einstieg ist immer einfach, aber der Ausstieg, ja, wenn der ungemütlich wird, wenn man beispielsweise ein Iron Condor, was ist das? Ein Iron Condor ist ja das gleiche wie der Short Strangle, nur dass man abgesichert ist. Das heißt, oberhalb der verkauften Call ist eine gekaufte Call und unterhalb der gekauften Put ist eine gekaufte Put. Dann haben wir das Risiko hier liegen. Alles schön und gut. Aber wie kommt man jetzt beispielsweise aus dem Iron Condor raus, wenn hierfür für einer dieser Optionen beispielsweise keine Prämie mehr vorhanden ist, weil da die sozusagen schon fast wertlos ist? Das heißt, dann ist der Computer im Hintergrund die ganze Zeit am Suchen, Suchen, Suchen. Finde ich jetzt jemanden, der die Option abnimmt? Nein, findet er nicht. Nein, findet er nicht. Nein, findet er nicht. Und dann bin ich hier gefangen. Also muss ich natürlich überlegen, okay, wo ist denn hier das wirkliche Risiko? Das sind nicht die gekauften Optionen. Die gekauften Optionen sind nicht das Risiko, weil die gekauften Optionen haben das maximale Risiko in der Prämie, die wir gezahlt haben. Das Risiko liegt hier, in den verkauften. Also fokussiere ich mich doch im Order Management auf die verkauften. Das sind halt alles Kleinigkeiten, die aber einen mega großen Wert bringen, spätestens dann, wenn man vor der Schwierigkeit steht, dass man aus irgendwelchen Trades nicht rauskommt. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel nur mal kurz empfehlen, das ist jetzt unser Discord-Server, da tauschen wir uns regelmäßig über sowas aus. Ne? Da hat jetzt jemand gefragt, pass mal auf, Nvidia macht jetzt die Earnings, ich bin mit AMD drin, mein AMD-Kurs ist schon relativ nah an meinem Strike, der verkauften Put, soll ich rausgehen, weil wenn Nvidia jetzt abstürzt, ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch AMD mit runtergezogen wird. Wo kriegt man so eine Antwort her? Die Antwort, die bekommt man nicht mal eben so. Ja, dann geht man vielleicht in irgendwelchen Foren, findet irgendeinen, das ist alles schön und gut. Aber da ist das, was ich immer wieder sage, die Begleitung ist viel, viel wichtiger. Dieses Ganze mit den Optionen, also diese Grundlagen, ne, also Long Call, Short Call, Long Put, Short Put, das kann man sich nachlesen, das kriegt man auch in 99-Euro-Kursen irgendwo angeboten. Nein, okay, ich habe gehört, von wegen, manche bieten das auch für 1.500 bis 2.000 Euro ein, den Einstieg Optionshandel. Alles Kokolores, weil das ist schnell gelernt. Da würde ich nicht investieren. Ich würde mich dahingehend investieren, dass ich irgendwelche Leute erreiche, die als Begleiter da sind, die man halt fragen kann, die schon Erfahrung haben, etc. Das ist halt viel, viel wichtiger, weil das Problem kommt nachher. Und deshalb erstens immer einen Plan haben. Ganz, ganz wichtig. Wann gehe ich raus? Viel wichtiger als dieses, wann gehe ich rein? Man kann theoretisch in jedem schlechten Kurs reingehen. Die Frage ist, wie kommt man wieder raus? Und das ist das, was die meisten nicht machen. Und deshalb ganz wichtig erstmal, dass man sich auch damit beschäftigt, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und die Frage ist, was kann ich dagegen machen? Und solche Sachen, die muss man einfach im Kopf haben. Sonst wird es sozusagen wirklich schlimm. Und wir wollen jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, ja, aber Stillhaltergeschäfte, dieser Gedanke, stillhalten und Geld verdienen, gefällt mir grundsätzlich auch. Aber so einfach ist es halt nicht, besonders wenn es jetzt wieder hier ein bisschen rappelt. Und was wir uns ja immer gerne vor Augen führen, ist ja dieser Volatilitätsindex. Ja, das ist jetzt die Homepage vom VIX Central, da sind die Futures auf dem VIX. Das ist ja ein Index, ein Volatilitätsindex, der wird kalkuliert auf Basis der Option auf den S&P 500 mit einer Laufzeit, glaube ich, 27 bis 32 Tage. Und dann kommen hier so Werte raus. Ja, und dieser Index, der zeigt schlussendlich an, ob wir panisch sind oder nicht.
Ja, da gibt es so eine Grenze, die sagt, der Wix über 20, dann sind wir panisch. Das ist schon mal ein Punkt. Sind wir nicht. Dann ist der zweite Punkt, wenn Panik kommt, was passiert? Natürlich das, was in Front ist, das, was vor der Tür steht, das wird natürlich ungemütlich. Und dann entwickelt sich hier diese Kurve. Ja, das sind ja alles VIX-Futures, die entwickelt sich dann von einer Contango, wo die aufwärts später folgenden teurer werden, in eine Backwardation. Und diese Backwardation heißt, man ist jetzt bereit, mehr für die Absicherung bezahlen als morgen. So, und dann kann man sich ja schon mal vorstellen, warum zahlt man jetzt mehr? Weil es ungemütlich wird. Und genau darauf müssen wir natürlich achten. Das hier übrigens ist das gleiche Spiel wie vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren wurde es die Trump-Beule genannt. Also jetzt hier im November sind ja wieder Präsidentschaftswahlen in den USA. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein auf 2020. Februar, ne, wir erinnern uns, Corona. Wann ging es los? Ich glaube hier am 21. So, hier, das ist die Trump-Beule gewesen. Da hat der Markt schon Panik beim Trump eingebracht. So, aber hier sieht man, sind wir schon fast in der Horizontalen. Das ist schon wirklich komisch. Und wenn wir jetzt mal gucken, was danach kam. Zack. Hier hat Corona richtig ausgeschlagen. Und wenn wir uns das jetzt nur mal auf dem SPX, ne, das ist ja immer für mich die Referenz für den Markt, da anschauen. Und gehen jetzt zurück. Das ist schon, mein Gott, das ist schon wieder 4 Jahre her. Das ist ja kaum zu glauben, ne? Zeit vergeht. So, und dann sieht man hier, gehen wir rein, sieht man hier. Da, B, Backwardation, 21. Februar. Hier ging es los. Hier fing es an, richtig ungemütlich zu werden. Und wir haben es gesehen, die Kurse gingen richtig, richtig weit nach unten. Und wenn wir uns das hier nochmal in der Entwicklung ein bisschen anschauen, dann sieht man, was hier für unterschiedliche VIX-Preise da kamen. Und die gingen immer höher. Das war schon wirklich, das war ein gewaltiges Spiel. Und das ist etwas, was man natürlich dann auch auf der Agenda haben muss. Wie gesagt, wenn der VIX über 20 ist, ist es grundsätzlich schon ungemütlich. Und wenn wir dann diese sogenannte Backwardation haben, dann ist auf jeden Fall auch Alarm. Und übrigens habe ich das hier natürlich auch in meiner Morgenroutine hier für den Club verfügbar, aber auch für alle, die nicht im Club sind. Die können das jeden Morgen auf Instagram verfolgen. Ja, da habe ich nämlich hier auch die ganzen verschiedenen Volatilitäten inkludiert, die für mich wichtig sind als Panikzeichen zurzeit. Momentan ist es nur die inverse Zinskurve, ne, dass die Einjahresanleihen teurer sind als die 10 Jahren. Das ist aber etwas, was wahrscheinlich noch länger bleibt. Und hier sieht man, hier gingen die panischen Zeichen wirklich los. Und für mich war das so, da hatten wir 8 Punkte, hatten wir hier an diesem Tag, das war der 16. März. Und das war schon für mich so ein Zeichen, wo ich dann gesagt habe, das ist so panisch, jetzt gehe ich in den Markt rein und verkaufe Put-Optionen. Und warum? Das kann ich hier jetzt auch nochmal zeigen, weil der VIX war natürlich sowas von attraktiv hoch. Ja, das kann man sich jetzt mal hier anschauen. Ne, hier ist der Volatilitätsindex. Der war hier wirklich am Peak am 16. März. Und da kann man natürlich mega, mega schön Optionen verkaufen. Ja, da war alles bei. Ne? Ich habe mir vorher schon immer, immer am besten vorher eine Wunschliste machen, was für Aktien man gerne haben will, haben möchte, wenn sie günstiger sind. Ja, und wenn dann sowas kommt, dann muss man direkt mit einer Schrotflinte schießen, das kaufen, das kaufen, das kaufen, da eine Put drauf verkaufen, da eine Put verkaufen, da eine Put verkaufen. Kann man alles machen. Oder man kann auch weiteres machen. Man kann natürlich dann auch Covered-Call-Strategien machen. Ja, man kauft den Kurs, sagt aber von wegen, du weißt ja nicht wohin, weißt aber eins, die verkaufte Call, die ist so teuer jetzt, die kannst du so teuer verkaufen. Da machst du auf jeden Fall schon einen ordentlichen Profit. Und das war wirklich der absolute Hammer zu diesem Zeitpunkt. Also ich kann ganz ehrlich sagen, von wegen viele, die ich kenne, die haben wahrscheinlich in der Zeit so viel Geld verdient, dass sie sich erstmal ein paar Jahre zur Ruhe setzen konnten. Ich leider nicht. Ich habe viel zu früh meine Optionen geschlossen. Aber nichtsdestotrotz kann man das natürlich hier
alles mal mitmachen. Und jetzt möchte ich kurz den Bogen auch jetzt dazu bringen, den Bogen spannen zu meiner Covered Call Strategie, die ich jetzt hier mal zeigen möchte. Und das machen wir jetzt einfach mal auf Tesla. Ich habe es gerade eben schon hier angezeigt. Das YouTube-Video dazu kommt übrigens am Sonntag. Da habt ihr jetzt Glück, kriegt ihr schon ein bisschen früher mit. So, so. Hier ist Tesla. Und Tesla war ja ein ordentliches Ping-Pong-Spiel in der letzten Zeit. Am 5. Februar war der Kurs bei 175. Jetzt sind wir schon wieder ungefähr bei 195. Und da sagt der ein oder andere, das ist ein bisschen zu viel abgestraft worden, Tesla. Ich würde da gerne investieren, ja, aber möchte gerne aber auch die Vorzüge eines Optionshändlers nutzen. Und da kann man natürlich Wege gehen, wie beispielsweise die Covered-Call-Strategie, weil das ja jetzt noch eine Strategie ist, die im Vergleich jetzt zur Zebra-Strategie technisch einfach umsetzbar ist. Punkt 1. Punkt 2, warum ist diese Strategie auch noch attraktiv? Weil wir natürlich auf der Seite nur die verkaufte Option haben, sprich für all jene, die diese 20K-Problematik haben, also die 20K-Verlustverrechnung, ist das natürlich dann auch nochmal ein gutes Spiel. Aber, und das ist das Interessante, was ich jetzt hier zeigen will, wie macht man es gewöhnlich? Gewöhnlich macht man es wie folgt. Man investiert in diese Aktie. Es müssen 100 Stück sein, weil die Aktienoption ist ja auch 100. Also hat auch eine Kontraktgröße von 100. Also investiere ich 100 mal diese 145. Ich mache das mal jetzt rund, mal 195. Dann hätte ich jetzt eine Ausgabe von 19.500. Der normale Weg wäre jetzt wie folgt. Das sagt auch jeder Anfänger, also auch jeder Anfänger, der coacht. Nimm doch einen Strike-Preis logischerweise oberhalb des Kurses. Ja, wir sind hier bei 195. Nimm doch jetzt den Strike-Preis bei 210. Minus C, du verkaufst eine Call-Option. Dann sagt er nämlich, pass mal auf, richtig geil, du kriegst die Prämie und du profitierst natürlich von der Bewegung der Aktie. Und zwar zwischen den 195 und den 210. Sprich, 210, 195 sind 15 mal 100, machst du ja schon 1,5K allein durch die Aktienbewegung. Das wäre jetzt out of the money. Der normale Weg bei einer Covered Call Strategie ist out of the money. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, da sagst du, ah, Tesla, ne, ich will jetzt eigentlich nur die Prämie haben, ich mache das mal at the money, das ist dann am Kurs. Was ist am Kurs? Bei 195, wenn der Kurs bei 195 ist, kannst du ja nichts vergessen, verdienen, weil die Call-Option, der Strike bei 195, der kappt dein Profit ab 195 fortfolgend. Sprich, du verdienst hier kein Geld, weil du hier bei 195 bist. Hast natürlich aber eine Prämie, die größer wird. Das heißt, die Prämie bei At the Money ist größer als bei Out of the Money. So, aber jetzt gibt es noch weiteres. Jetzt gibt es noch hier diese In the Money. Ich habe jetzt zwei gewählt. Die 180 und die 160. Und jetzt stellt sich doch jeder die Frage, mein Gott, das macht doch kein Schwein. Ich kaufe für 195, zahle 19.500. Und hier als Verkäufer der Call-Option muss ich doch zu dem Strike-Preis abgeben. Das heißt, hier kaufe ich für 195 eine Ausgabe minus und kriege jetzt bei 180 nur 18 und bei 160 nur 16. Und da sagt doch jeder, das macht doch keiner, das ist doch Blödsinn. Und da sage ich ganz ehrlich, wenn man sich das genauer anschaut, ist das gar nicht so blödsinnig. Und warum? Bei Out of the Money haben wir ja nur den extrinsischen Wert. Das hat ja keinen inneren Wert. Bei At the Money sind wir auch auf Null. Aber bei In the Money haben wir natürlich auch noch neben dem Zeitwert den inneren Wert. Und das gucken wir uns jetzt mal an anhand einer Tabelle, die ich dafür auch fertig gemacht habe. Hier hatten wir 196, das war ja eben, ist ein bisschen runtergegangen der Kurs. Und jetzt gucken wir uns mal an. Das ist ja unser Investment. Gerade gesagt, das war 19,5, 19,6, ist egal. Ich habe jetzt eine Laufzeit von 303 Tagen gewählt mit den jeweiligen Strike-Preisen. Also 160 ist noch nicht deep in the money. Ich wollte nur sagen, dass es tiefer ist, eine tiefer im Geld. Also das muss man noch dazu sagen. So, und hier sehen wir,
die Prämien, die wir bekommen. Ich habe es eben gesagt, je niedriger der Strikepreis, umso höher die Prämie, weil je niedriger der Strikepreis, umso größer ist natürlich auch der Anteil des inneren Wertes. Und dann können wir uns mal gucken, was wir hier für Profit machen. Der Profit wird natürlich geringer, ist ja klar, weil, eben schon gesagt, wenn wir für 19.600 kaufen und geben für 18 ab, dann haben wir ja schon 1.600 Verlust durch die Aktie, haben zwar eine höhere Prämie, aber komplett wird das nicht kompensiert. Aber was natürlich ganz wichtig ist, das Risiko geht runter. Das Risiko geht runter und deshalb gucke ich mir immer zwei Zahlen an. Das ist Return on Investment, ganz einfache Rechnung. Den Profit, den ich verdiene, rechne ich gegen mein Investment. Und dann habe ich noch Return on Risk. Auch ganz einfach, da rechne ich einfach den Return, den Profit gegenüber das Risiko. Und dann hat man hier interessante Zahlen. Und das kann man sehen. Und was dadurch natürlich auch auffällt, ist ja auch logisch, nicht nur das Risiko ist kleiner, der Break-Even auch. Das heißt, wenn ich jetzt tiefer im Geld die Call-Option verkaufe in meiner Covered-Call-Strategie, habe ich natürlich einen größeren, viel größeren Puffer als bei den oberen. Ja? Wenn man jetzt einfach sagt, ich suche mir eher sicheres Geld, ja? Also eher sicheres. Und ich sage ganz ehrlich, die 14% annualisierte Rendite, hier, die 14%, die reichen mir aus. Dann wäre diese Möglichkeit doch gar nicht mal so verkehrt, wenn ich weiß, bis zum Jahresende kann die Aktie theoretisch bis auf 137,87 fallen, dann bin ich bei plus minus null. Meinen maximalen Profit erreiche ich natürlich, wenn die Aktie schlussendlich bei oder oberhalb des Strikepreises der 160 liegt. Dann hätte ich jetzt hier ein Break-Even von 30% auf der einen Seite und trotzdem diese annualisierte Rendite von 14%. Und es ist ja eine einfache Strategie. Das darf man natürlich nicht vergessen, wenn man jetzt sich den Festgeld, den Zins des Festgeldes anguckt oder des Tagesgeldes oder sich mit dem Marktzins beschäftigt oder man nimmt rumänische Staatsanleihen. Ja, also egal, was man nimmt, dann weiß man, wir liegen hier ungefähr zwischen 3,5 und 5%, die wir natürlich alternativ bekommen und auf gut Deutsch nicht dieses Risiko haben. Das muss natürlich immer auch mit betrachtet werden, dass wir auf der anderen Seite natürlich unser Geld irgendwie parken können ohne dieses Risiko. Ja, weil bei Tesla muss man ganz ehrlich sagen, die 100 Dollar, die sind natürlich möglich. Ja, dann hat man natürlich nicht das Ganze verloren, aber einen großen Teil. Und da muss man sagen, wir haben als Optionshändler natürlich auch noch hier Möglichkeiten. Und dann müssen wir aber die Covered-Call-Strategie erweitern und die Covered-Call-Strategien so erweitern, dass es schlussendlich eine Covered-Call-Strategie mit Absicherung ist, die aber dann auch auf gut Deutsch einen anderen Namen trägt und das ist die Collar-Strategie. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie diese ist. Wir gehen hier bei OptionsDraht rein. OptionsDraht nutze ich natürlich wirklich gerne. Ist jetzt nicht unbedingt selbsterklärend. Es ist auf jeden Fall verhältnismäßig einfach. Wenn man sich das mit der Trader Workstation vergleicht, ist das schon eine tolle Sache. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal rein und machen Covered Call auf Tesla. Wir haben die 303 Tage gewählt. Wir sehen es hier. Das ist der 20. Dezember. Und wir nehmen Folgendes. Wir nehmen jetzt mal die 180. Wir gehen jetzt mal die 180 Dollar, die wir als Strikepreis wählen. Hier ist der P&L-Graph, der Gewinn- und Verlustgraph, und wir können erkennen, ab 180 sind wir gedeckelt. Ne? Mehr können wir nicht verdienen. Die 180 begrenzt unser Gewinn. Also wenn du jetzt denkst,
die Aktie steigt auf 500, dann ist natürlich der Strike-Preis definitiv der falsche. Aber das hier hat eine ganz andere Intention. Definitiv. Also, deshalb freue ich mich schon auf die YouTube-Kommentare, die darüber schreiben. Ja, was ist denn, wenn man da viel mehr Profit macht, dann verdient man nichts. Ja, das muss man vorher. Das Commitment muss man sich vorher geben, dass man hier sagt, ich fokussiere mich auf das, was ich vorher mit mir vereinbart habe, diesen maximalen Profit, in dem Fall von den 3.000 Dollar, ja, die wir hier hätten. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, sehen wir ja, was wir hier alles verlieren können. Und das ist doch schon ordentlich. Hier haben wir den Strike-Preis, den Break-Even von 149, 23% Puffer. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist mir zu viel. Ich kaufe mir eine Versicherung dazu. Und die Möglichkeit ist natürlich gegeben, wir nehmen wir hier einfach eine Put-Option dazu kaufen. So, jetzt nehmen wir mal eine Put-Option hier bei 155. Ja, nehmen wir jetzt bei 155. Dann hätten wir natürlich hier unser Risiko klar begrenzt. Wir zahlen hierfür 1.378 Dollar. Das ist unsere Absicherung. Aber diese Absicherung, die spart uns Verluste zwischen 155 und 0. Hätten aber auf der einen Seite, hier sieht man es, nur noch einen Maximalverlust von 812. Ich mache das mal wieder weg. Zack. Ja? Von den 14,9 auf 800 und paar zerquetschte. Ich inkludiere das wieder. Und man sieht natürlich, der Profit, der hat sich auch halbiert. Das muss man natürlich wissen. Aber das ist natürlich dann auch die Frage, macht das nicht vielleicht einen größeren Mehrwert für einen selbst? Es muss ja nicht alles sein. Es kann ja nur eine von vielen Strategien sein. Das ist immer gut, sich zu diversifizieren. Ich gehe auch nicht immer nur auf Strategien mit einem hohen Outcome, sondern ich gehe häufig auf Strategien, die zueinander passen und schlussendlich mir auch eine gewisse Sicherheit bringen. Aber das Schöne hier dran ist, wir können natürlich die gekaufte Put auch weiter höher ziehen. So, und jetzt können wir Folgendes sehen. Das Schlimmste, was uns jetzt hier passieren könnte, wäre ein Profit, richtig? Das Schlimmste wäre ein Profit. Das Schlimmste wäre ein Profit von 158 Dollar. Der Maximalprofit, der hat sich jetzt natürlich auf ein Drittel reduziert. Und wenn wir uns jetzt nochmal überlegen, wir hatten eben, wie viel hatten wir hier? 19%. Dann wären wir jetzt ungefähr bei einem Return von 7%. Ja, wenn wir uns das jetzt mal einfach gucken, wir nehmen ja einfach, wir können es ja mal machen. Wir nehmen die 1000, unser Max-Profit, den wir hier theoretisch verdienen könnten, durch das Investment von 19.306. Mal 100, 5,96% durch die Laufzeit, 303 Tage mal 365 aufs Jahr hochgerechnet, wären wir hier bei 7%. Ja? Und wenn wir einfach mal überlegen, dann ist das doch echt nicht verkehrt. Und das kann man noch weiter ausspinnen. Ja, man muss immer nur daran denken, dass wir natürlich auch einen Marktzins haben. Und wenn wir den natürlich abziehen, ist natürlich das, was wir schlussendlich haben, nicht mehr so viel wert, wie es jetzt hier steht. Aber bevor ich in irgendeine Schrottanleihe investiere, ja, muss ich mir doch mal überlegen, ob ich hier vielleicht was finde, was ein bisschen mehr hier an Profit bringt. Ich nehme auch ein bisschen mehr Risiko. Ja, dass ich dann sage, ich mache das jetzt so, 2.263 Risiko und dann kann man sich das nochmal angucken. Das ist etwas, wo ich sage, 157, wir haben einen Puffer von 18%, wir sind abgesichert zwischen 135 und 0 und wir gucken uns jetzt mal an, was wir hier an Max Profit hätten. Zack, 2230 durch die 19.300 mal 100 durch 303 mal 365, dann ist das schon etwas,
was auf jeden Fall eine Möglichkeit wäre. Ne? Und das kann man natürlich halt auch mit anderen Aktien, mit anderen Titeln machen. Am besten ist natürlich, dass man sich irgendwas aussucht, was man auch wirklich mag, weil eins dürfen wir trotzdem nicht vergessen, wir investieren hier, wir haben eine Margin und das ist etwas, was natürlich auch zu der Depotgröße passen müsste. Alternativ, wie gesagt, könnt ihr mein YouTube-Video auch sehen, wäre beispielsweise auch die Zebra-Strategie. Aber da gehen wir natürlich mehr davon aus, dass wir von einem Aktienrun mit profitieren wollen, aber auf der anderen Seite kein wirklich hohes Risiko tragen. Also die Zebra-Strategie ist ein Mega-Ding. Ja, ist aber ein Problemfall wahrscheinlich für all jene, die 20K Verlustverrechnung haben, weil da zwei Long-Call-Optionen mitspielen. Natürlich, wenn die Long-Calls positiv sich entwickeln, also keinen Verlust generieren, ja, dann ist man natürlich raus, also raus aus dieser 20K-Problematik. Ja, die Problematik ist nur, wenn die Optionen verfallen, beziehungsweise wenn sie Verluste bringen. Dann haben wir natürlich Probleme mit der Long-Call-Option. Ansonsten ist das ein feines Ding. Aber hier, das ist das, was ich einfach mal mitgeben wollte, so einen kleinen Denkanstoß, ja, dass man natürlich auch die Strike-Preise anders wählen kann, um vielleicht auch mehr zu dem zu finden, was man oder was zu einem selber passt oder was vielleicht auch gerade zu dem Portfolio passt an Strategien, die man aufhat. Ja. Gut, sind da Fragen? Ich gucke mal kurz. Oh Mann, jetzt habe ich wieder das Problem mit der Maus. Die Frage, Thorsten? Ja. Okay. Ich kann die Fragen hier nicht aufklappen. Also wahrscheinlich ist das wirklich Antworten anzeigen. Nee. Ansonsten lese ich gerne vor. Aber das wäre super. Dankeschön. Kein Problem. Hier ist eine Frage: Wird Amazon steigen, weil die Aktie es in den DAO aufgenommen wird? Das weiß ich ja nicht, ob die steigen wird. Also, das ist jetzt aber auch keine Frage, die jetzt hier für uns relevant ist. Ich kann sie natürlich bei mir im Indikator hier anschauen, aber die steigt ja schon die ganze Zeit ordentlich, ne? Also, ja, Wahrscheinlichkeiten sind natürlich immer gegeben, aber das Marktumfeld ist natürlich auch relevant. Also, ich habe da leider keine besonderen Infos. Ich kann es jetzt nur hier sagen, so charttechnisch sind wir in einem Aufwärtstrend. Jetzt sind wir seit ein paar Tagen, sind wir hier seitwärts. Aber ob da jetzt der DAO jetzt so einen Anstoß gibt, das weiß ich nicht. Welche Delta benutzt du für Call und Put? Für welche Strategie denn? Müsste die Teilnehmerin ergänzen, ist hier nicht gegeben. Ja, ne, also das ist halt welche Für Call, die Caller-Strategie. bitte für welche? Caller. Für die Caller-Strategie. Ja, also das ist ja jetzt hier gerade die Frage. Also wenn ich jetzt beispielsweise für die Caller-Strategie hier das hier verwende, ist ja, habe ich ja gerade gezeigt, man kann sich das natürlich hier aussuchen. Ich würde das hier nicht fixieren. Also hier habe ich jetzt bei 180 hätte ich jetzt Delta 70 bei der Call-Option und bei der Put-Option wäre es Delta 20. Aber das ist jetzt hier, das ist nicht der Sinn der Sache, dass man hier fixierte Deltas nimmt. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist die Optionsmechanik, die man verstehen muss. Weil das ist wie beim Kochrezept. Ja? Man muss schlussendlich wissen, was man haben will. Das ist jetzt ein In-the-Money-Caller. Ja, normalerweise machten Leute das ja so, die gehen jetzt hier in Collar bei 200, profitieren sie ein bisschen von der Aktie nach oben und sichern sich nach unten ab. Hier, das wäre jetzt was jetzt auch normal wäre für eine Collar-Strategie, dass man halt ein bisschen oberhalb des Kurses die Call-Option wählt. Gut, ansonsten sind keine weiteren Fragen offen. Okay, super.
Nee, also dann, also wenn da noch weitere Fragen sind oder wenn man halt wirklich mal vernünftig was lernen will, ja, damit solche Fragen auch selber beantwortet können, dann kann man natürlich sich hier für den Club interessieren und über den über ein Konto, was man bei FX Flat dann eröffnet, kriegt man sogar 2 Monate dazu. Also auch für welche, die jetzt noch bei mir schon sind und trotzdem FX Flat Konto da eröffnen, natürlich auch. Weil das ist es ja. Also die Fragen, also das sind genau die Fragen, die beantwortet werden müssen, beziehungsweise es muss so weit kommen, dass diese Fragen selbst beantwortet werden können. Das wäre natürlich dann wirklich, das wäre natürlich wirklich etwas, was man sich vielleicht fürs Jahr draufsetzen kann, dass man solche Fragen hier vielleicht auch mit OptionStrat selber dann beantworten kann. Eine Frage ist noch reingekommen, und zwar hast du in deinem Beispiel die Aktien auch im Depot? Die Tesla-Aktie? Tesla-Aktie habe ich nicht im Depot, nein. Gut. Wenn die Frage damit beantwortet ist, dann kurzes Feedback. Ansonsten, wie gehabt. Auch wenn Sie im Nachgang Fragen haben, können Sie natürlich auch selbstverständlich an uns die schicken. Wir leiten das sehr, sehr gerne weiter. Die Kontaktdaten, beziehungsweise die Webseite haben Sie ja gerade gesehen. Können Sie jederzeit auch Thorsten kontaktieren. Und ja, vielleicht können Sie auch ein Feedback abgeben, ob die neue Uhrzeit entsprechend angenehmer ist. Ich glaube, für Thorsten ist es. Und vor allen Dingen, dann können wir dann für den nächsten Termin das entsprechend mit berücksichtigen. So, die Feedbacks kommt auch schon hier rein, also das scheint so zu passen. Sie sind ja automatisch schon für den nächsten Termin entsprechend angemeldet, und von daher überlasse ich natürlich das Schlusswort dem Thorsten, aber ich bedanke mich für die Teilnahme, wünsche natürlich noch einen schönen Abend und eine erfolgreiche Restwoche. Würde mich freuen, wenn Sie natürlich dann nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen, vielen Dank, Thorsten, und du hast das Schlusswort. Super, ja, vielen Dank, Nelson, und sorry für die technischen Schwierigkeiten, die diesmal definitiv von mir auskamen. Und vielen Dank für die ganzen Zuhörer, Zuschauer. Wichtig ist wirklich, die Basics zu lernen, wie beim Autofahren. Nachher klappt es von alleine. Nur wichtig, ganz, ganz wichtig ist immer erst das Risiko, dann die Rendite. Ich danke euch und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch dabei. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke und tschüss. Ciao, ciao.